Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um die Vorstellung eines Hilfsmittels. Was ist das da? Bekämpfen soll. Und zwar schwankende Wasserstände im Schacht. Ja, das kann hier, nicht nur hier, das kann bei jedem von euch passieren, aus welchem Grund auch immer. Schwankende Stromschwankungen im Netz, das Ablaufsystem ist nicht hundertprozentig und. Moment, ich mache mal kurz was dagegen, also damit das jetzt hier nicht ganz so laut ist. Und zwar hat die Firma Aquamedic dafür dieses System herausgebracht, den Drain Tuner. Und der ist dafür gedacht, mit den DC-Runnern der Serie X2 und X3 verbunden zu werden über den 0 bis 10 Volt Anschluss. Und genau das da hinten, was ihr da jetzt hört, zu verhindern. So, und was da alles drin ist, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber erstmal mache ich einen kurzen Schnitt, weil das ist ja nicht auszuhalten da hinten. Einen Moment bitte. So, Ruhe ist im Karton. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich sag mal, solche Schwankungen in dem Wasserstand vom Schacht natürlich sehr nervig sind und durch unterschiedliche Sachen ausgelöst werden können. Hier bei mir ist es zum Beispiel der Fall, wenn ich meine Dreheinheiten falsch eingestellt habe, dann wird ein bisschen mehr Wasser auf diesen Schacht gedrückt, dann kommt da mehr rein. So, wenn man das ausgleichen will, geht man hin, dreht unten ein bisschen mehr auf am entsprechenden Stellhahn. Und ja, das passt dann in dem Moment, dann geht man weg, kommt wieder und schon wieder Gluckotz. So, jetzt haben wir hier mit dem Drain Tuner von Aquamedic ein Gerät an der Hand für die Pumpen von Aquamedic, die das Ganze ein bisschen minimieren soll. Nicht nur ein bisschen, das soll dadurch minimiert werden. Wir werden es gleich live sehen. So, was bekommen wir? Einmal die übliche Karte zur Bedienungsanleitung. Und einen Quick Guide in Deutsch und Englisch. Genau. So, und dann gucken wir uns die Teilchen mal an, die wir haben. Wir haben hier einmal, na, nehmen wir hier mal alles raus, die Steuereinheit. Auf der Unterseite sind noch zwei Öffnungen. Dann haben wir hier eine Halterung. Da gehen wir gleich genau drauf ein. Da fängt es wieder an. Hört das? Es plätschert schon wieder. Und wieder gehe ich jetzt hin und steuere ein wenig an meiner Pumpe rum, damit es aufhört zu plätschern. So, dann haben wir einen Schwimmer, ein Kabel, noch ein Schwimmer, eine Wandhalterung, die ist übrigens neu, beziehungsweise neuer. Die hatten wir ja hier schon beim, na, wo habe ich ihn? Hier oben hängt der MV-Monitor. Da kommt übrigens auch demnächst noch ein Video zu. Den habe ich ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit lang am Laufen. Ja, und die üblichen Verdächtigen in Sachen Strom. So, dann packe ich das Ganze hier mal weg, weil wir wollen uns ja das Gerät genau angucken und nicht den schön gemachten Karton. Den stelle ich hier oben mal hin. Sieht man den? Nö. Natürlich nicht hier hin. So. Ja, also, was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip ist erstmal, dass wir Schwimmer installieren, und zwar so, dass der Wasserstand erstmal hier auf dieser gestrichen, auf dieser angerauten Linie ist. Das ist unser Sollwasserstand. So, dieses Gerät hier geht hin und ist dann dementsprechend über die Schwimmer, stellt es fest, es ist jetzt tiefer oder es ist jetzt höher oder zu hoch der Wasserstand. Und dann geht das Gerät hin, dass das Ganze dann gesteuert wird über diesen 0 bis 10 Volt Anschluss, den wir ja hier auf der Unterseite haben, blende ich euch mal eben kurz mit ein. Und dieses Gerät geht hin und je nach Wasserstand, entweder regelt die Leistung ein bisschen zurück, damit der Wasserstand fällt, oder sie regelt die Leistung ein kleines bisschen rauf. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie das Ganze hier montiert wird. Oder ich muss das selber mal kurz gucken. Aber ganz einfach, ich habe tatsächlich noch keinen Plan davon. Ich schaue es mir nochmal genau an und dann tue ich so, als wenn ich wüsste, wie das geht. Also, bis gleich. So Leute, ich habe das mal ausgebreitet und hier hingelegt. Wir schauen uns die Sachen mal
etwas genauer an. Und zwar haben wir hier die Beckenhalterung. Die Beckenhalterung ist für Poolbecken gedacht oder für den Schacht. Ja, man hat die Möglichkeit, das tatsächlich in den Schacht zu hängen. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen umlaufenden Rand hat, so wie ich jetzt hier, dann wird es natürlich schwierig. Aber es geht auch natürlich an die Vorderseite zu hängen. Das ist tatsächlich möglich. Aber hübsch ist anders. Aber wer natürlich darüber seinen Wasserstand so regeln möchte, kann das natürlich tun. Ich bin hingegangen, blende ich euch mal kurz ein, habe ich da hinten einen entsprechenden Winkel auf mein Becken befestigt, wo ich das einfach nur einhänge und das im Vorfeld, so wie es jetzt ist, ohne Schwimmer, schon mal vorjustiert habe. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, weil man dann besser hier noch an die Schrauben drankommt. So, wir haben hier so eine angeraute Linie. Diese Linie ist euer Idealwasserstand. Das heißt, ihr solltet die Schrauben lösen. Oh, der Kerl hat wieder Kraft gehabt hier. wenn ihr die so nicht aufkriegt, das geht auch mit einem Schlitzschraubendreher. Aber Vorsicht, es ist ein Kunststoffschrauben. So, dann kann man das hier verschieben, so wie man das gerne hätte. Wenn das nicht ausreicht von der Tiefe her, aus welchem Grund auch immer, habt ihr die Möglichkeit, hier auf der Unterseite sind noch weitere Bohrungen, die Schrauben weiter nach unten zu setzen. So, jetzt stelle ich das wieder so ein, wie ich es hatte, weil ich habe es nämlich schon für mich justiert. Gut, das Herzstück sind natürlich die Schwimmer, die hier montiert werden und die werden in einer bestimmten Weise montiert. So, auf dem unteren hier kommt der Schwimmer S1. So, das ist jener hier. Die sind markiert. Ich habe das Ganze schon auseinander gehabt. Die Kabel sind eigentlich schön lang. Sollte also kein Problem sein, das Ganze im Unterschrank zu verbauen. So, dann nehmen wir die Mutter darunter. Hier ist ein O-Ring. Den packt ihr euch bitte direkt hier oben dran. Setzt den Kabel hier durch. Kurz festhalten und von unten die ganz normale Mutter wieder festschrauben. Und mit den O-Ringen habt ihr das ein kleines bisschen, ich sag mal, flexibel, dass es nicht ganz so fest ist. So, dann habt ihr hier an der Seite eine Einkerbung, das ist eine Kabelführung. Da kann ich dann dementsprechend schön im Bogen gelegt das Ganze hier dran vorbeiführen. So, Nummer 1. Jetzt müsst ihr natürlich auch aufpassen, sehe ich gerade hier, dass der Kabel den Schwimmer nicht behindert. Das müsst ihr noch ein kleines bisschen dann nachher beim Verlegen darauf achten, dass der Kabel hier nicht zwischenkommt. So, zweiter Schwimmer, gleiches Spiel. Der wird mit dem Kopf nach unten montiert. Da haben wir das Problem der Kabelführung nicht. Das geht nämlich selbst ohne Probleme direkt senkrecht nach oben. Ich würde das ganz einfach dann tatsächlich hier oben ein kleines bisschen mit dem Kabelbinder führen, damit das hier an dem Schwimmer dran vorbeigeht. Müssen wir mal gucken. Ach, es geht auch so, dass man hingehen kann und das Kabel so ein kleines bisschen diagonal rausführt, sodass es erst gar nicht dazwischen kommt. Seht ihr? So, und dann hier oben wieder zusammenführen. Ja, mit einem Kabelbinder oder ähnliches, mache ich gleich. So, jetzt haben wir die beiden Sachen hier dran. Und ihr seht selber, diese Schwimmer sind sehr eng beieinander. Und das ist auch gut so. Dieser Schwimmer, der S2, ist der S2, ne? Ja. Der ist dafür da, um den unteren Wasserstand zu checken. Das heißt also, wenn der Schacht abfällt. Normalerweise, beim Idealwert, schwimmt der immer auf, ist am Anschlag. Und der hier sollte... Jetzt nicht. Der hier sollte dann dementsprechend unterhalb sein. Sobald dieser Schwimmer hier aufschwimmt, wird die Leistung gedrosselt. Geht die Leistung, sinkt der Wasserstand wieder und der andere Wasserschwimmer bleibt bestehen, wird die Leistung wieder auf den von euch voreingestellten Wert zurückgeregelt. So, sackt der hier ab, wird die Leistung für die Wasserzufuhr erhöht. Und um dann dementsprechend diese Differenz hier auszugleichen. So, das alles macht dieses süße kleine Gerät hier. Und was das Ganze möglich macht mit unseren X2 und X3 Pumpen, ist der 0 bis 10 Volt Anschluss. So, wir haben jetzt erstmal hier, kommen wir gleich so. Hier steht S1, da kommt dann auch der Stecker S1 rein. Und zwar vollständig reindrücken, ja, bis es nicht mehr geht, bis zum Anschlag. Das gleiche Spiel hier mit dem S2. Bitte nicht vertauschen, weil ansonsten funktioniert das nicht.
So, und jetzt haben wir hier noch zwei Anschlüsse. Einmal hier auf der Seite den 12-Volt-Anschluss für unser Netzteil, ganz normal. Und hier auf der Seite kommt das Steuerkabel rein für die Pumpe. Also sprich für den 0 bis 10 Volt Anschluss. Das kommt anschließend jetzt gleich hier unten rein. Da habe ich ja damals, als ich die Pumpen vorgestellt habe, blende ich euch auch noch mal kurz mit ein, habe ich das ja euch gezeigt, dass es da diesen Anschluss, diese Anschlussmöglichkeit gibt für Aquariencomputer oder halt jetzt für dieses von Aquamedic entwickelte Gerät, das dann im Prinzip hingeht und uns den Wasserstand im Schacht reguliert. So, jetzt haben wir hier oben noch drei Anzeigen, beziehungsweise vier Anzeigen sogar. Einmal dafür, dass der Wasserstand zu niedrig ist, einmal für den Idealwasserstand und einmal für zu hohen Wasserstand. Dann haben wir noch das Poti hier, was sich stufenlos dann dementsprechend die Leistung, die er zugibt oder wegnehmen soll, einstellen kann. Und wir haben einmal die Kontrollleuchte hier für die Funktion, ja, dass wir sehen, dass auch Strom drauf ist. Ich werde das Ganze jetzt erstmal verbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe das Ganze jetzt schon mal hier verbaut, so wie ich es eben angedroht habe. Blende ich euch auch nochmal einzelne Bilder dazu ein. Grundsätzlich, was ihr wissen müsst, ist, sobald dieser Stecker hier unten, blende ich euch auch nochmal eben kurz ein, mit dem Gerät verbunden ist, egal ob das verbunden wurde oder nicht, sobald hier ein Kontakt hergestellt wurde, geht die DC-Runner hin und will darüber gesteuert werden. Heißt im Umkehrschluss für euch, das Gerät, also sprich der Drain-Tuner, ist ab sofort euer Steuergerät. Ihr könnt über die App immer noch die Pumpe an- und ausschalten, das geht, ja, aber ihr könnt die Leistung dort nicht mehr verändern. Das macht ab sofort dafür, dass es im Prinzip eine Übersteuerung der App. Ja, sobald der 0 bis 10 Volt Anschluss da drin hängt, ist die Steuerung in Händen des Drain Tuners. So, an dem Poti stellen wir die Hauptleistung der Pumpe ein. Ich habe jetzt hier tatsächlich im Moment 65% bei 44 Watt. Und unten rechts in der Ecke ist das Symbol 0 bis 10 Volt. Das heißt, dass der Drain Tuner die Steuerung der Pumpe übernommen hat. Was macht das Gerät jetzt? Sobald der Wasserstand fällt, regelt er 9% Leistung mehr drauf. Ist der Wasserstand zu hoch, geht er hin und nimmt 9% Leistung zurück, um im Endeffekt sicherzustellen, dass der Idealwert eingehalten wird. So, jetzt gehe ich gleich mal hin und regel einfach ein bisschen höher die Leistung ein, um einen zu hohen Wasserstand zu simulieren, um euch zu zeigen, wie das Gerät dann tatsächlich arbeitet. So, ich blende dann mal den entsprechenden Bereich da oben mit ein, damit ihr die Schwimmer beobachten könnt. Und jetzt haben wir tatsächlich im Moment den Idealwasserstand. Das heißt, das Gerät zeigt mir hier in der Mitte auch an, ja, wir haben den Wasserstand, den wir oben mit der entsprechend grauen Linie markiert haben oder wo wir die graue Linie darauf eingestellt haben, haben wir erreicht. Wenn ich jetzt zu viel Leistung habe, ich gehe jetzt mal etwas höher auf 74%. Und jetzt müsste man eigentlich sehen oben, dass der rechte Schwimmer so langsam aber sicher nach oben gedrückt wird. Jetzt wird die Leistung runtergenommen auf 69%. Ihr hört, hinten der Notüberlauf arbeitet. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt wird das so lange gehalten, bis der entsprechende untere Wasserstand erreicht ist. Ich muss das jetzt hier, habt ihr nicht gesehen, zurückregeln. Damit dann dementsprechend da oben auch was bei mir passiert, um das für euch zu simulieren. Ja, wir haben jetzt 56% und zack, jetzt geht er wieder runter. Was auch wichtig ist, dass diese Schwimmer tatsächlich sauber in der Senkrechten sind. Und wir haben jetzt, ja, ich hatte eben 65%. So. Und hier drüber stelle ich dann dementsprechend die Leistung an. Wenn der jetzt weiter absacken sollte,
Das simuliere ich jetzt mal, indem ich hier noch einen zweiten Kreislauf anmache. Jetzt müsste der Wasserstand jetzt gleich absacken. Ist er abgesackt und gibt mehr Leistung drauf. Von den 65, die ich eingestellt habe, auf 74%, also 9%. Und das macht er so lange, bis dann dementsprechend die Höhe da hinten wieder erreicht ist. Ich mache das mal wieder zu, damit das ein bisschen schneller geht. Und jetzt haben wir wieder den Faktor der Pumpen, die jetzt hier bei mir mit reinspielen. Da hat er den Wasserstand wieder erreicht und regelt wieder zurück auf 65%. So, und das macht er vollkommen automatisch. Was natürlich wichtig ist, dass ihr dafür sorgt, dass da hinten die entsprechenden Schwimmer vernünftig montiert sind, sauber montiert sind, dass sie nicht haken können, dass da keine Schnecken dran kommen, dass da nichts zwischenwächst. Dann funktioniert das System natürlich erst vernünftig. Das muss regelmäßig sich gewartet werden, in Augenschein genommen werden. Und wir haben jetzt die 65% hier erreicht. Und tatsächlich haben wir jetzt auch den Wasserstand, der wird so gehalten. Und wenn jetzt meine Pumpen wieder ein bisschen zu viel drücken, der Wasserstand geht hoch, nimmt die Leistung weg, haben wir aus irgendeinem Grund wieder einen Abfall, dann regelt er mit 9% mehr Leistung nach. So, das erstmal dazu. Wir gehen wieder an den Tisch. Ja, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch das Gerät ein kleines bisschen näher bringen und finde die Grundidee äußerst genial. Also das ist definitiv richtig, richtig geil. Die Schaltspanne dazwischen ist schön klein gehalten. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht wirklich ausgemessen, aber ich mutmaße hier mal so 5 bis 8 mm in der Höhe. Und das reicht ja im Prinzip uns schon aus. Wenn wir eine gewisse Grundhöhe im Schacht erreicht haben und ich sag mal 5 oder 8 mm das Ganze runtergeht, bei mir reicht es tatsächlich schon aus, wenn es mehr wie ein Zentimeter absackt, also mehr wie ein Zentimeter, sorry, dann ist es im Endeffekt so, dass es bei mir schon anfängt zu plätschern, dann kommt eine Akustik zustande. Aber das Gerät hat eine Gesamtschaltspanne von ungefähr 8 mm. Und das reicht ja vollkommen aus. Also da bin ich echt begeistert von. Das ist ein cooles Goodie, weil wie gesagt, ich habe ja damals habe ich das vorgestellt und habe gesagt, ja, 0 bis 10 Volt Anschluss, schön, dass es das ist, kann ich euch nicht so sagen. Und Aquamedic nutzt das jetzt halt, um tatsächlich, ich sage es mal, die Möglichkeiten der Pumpen halt zu erweitern. Einige Aquarien haben die Problematik von dementsprechend schwankenden Wasserständen im Schacht, ob es jetzt an der Pumpe liegt, ob das jetzt an dem entsprechenden Ventil liegt, was unten dran ist, ob es am Gesamtsystem liegt, lassen wir jetzt alles mal dahingestellt. Tatsächlich damit ist es kein Problem mehr, weil die Pumpen dann dementsprechend sauber eingeregelt werden und die Schaltspanne sehr klein ist und damit haltet ihr euer Becken definitiv leise. Zumindest das, was den Schacht angeht. Alles andere müsst ihr anders schaffen. Also, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Infovideo hier gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper.